Hier ist Bricked for You. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, manch einer wird jetzt denken, jetzt hat er auch nur Hidden Side gekauft. Was soll denn der Scheiß? Ja, ich habe lange mit mir gehadert, da ich von dem Konzept des Lego-Bauens und dann der Augmented Reality, in der man dann quasi mit dem Smartphone und dem Lego-Set Geister auf dem Bildschirm jagt, da war ich nicht so überzeugt davon. Man sieht auch, dass dieses Set oder generell, dass diese Linie, sie geht EOL zum Ende des Jahres. Und ja, dann sieht man schon, die Sache hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, auch auf dem Markt bei Lego irgendwo. Allerdings war es jetzt so, dass ich im Müller relativ günstig an dieses Set gekommen bin, die Garnelenhütte. Meine Partnerin hat auch schon den Fischkutter günstig gekriegt. Ich glaube, sie hat im Abverkauf bei Rossmann 15 Euro dafür bezahlt, ne? Und das ist dann eigentlich ja von der Teilezahl für das Set und so weiter ein relativer No-Brainer. Also das kann man schon mal ausgeben. Nichtsdestotrotz wollte ich wissen, was hat das Set so in sich? Wie baut es sich? Macht es Spaß? Weil ja, günstiger kommst du halt nicht an ein Set zum Aufbauen. Man sieht relativ schnell, das Set hat 5 Figuren plus einen Hund plus noch ein paar Figurenteile, um dann die Bedienung und den Garnelenkoch quasi zu besessenen Monstern irgendwas zu machen. Für mich war der Preis von 29 Euro in Ordnung. Die 50 Euro Listenpreis, sind wir ehrlich, ist das Set nicht wirklich wert. Allerdings bin ich beim Bau auch doch positiv überrascht worden, da das Set wirklich sehr viele brauchbare Teile enthält. Geht jetzt natürlich nicht hier vorne nur um den Mauerstein oder die paar Fliesen oder die zwei Fässchen, sondern generell der Innenbereich ist wirklich sehr gut gestaltet. Da sind neue Teile dabei, da sind viele Accessoires dabei und vor allem auch einige bedruckte Teile, die man eigentlich für viele Dinge brauchen kann. Wie hier zum Beispiel an dem kleinen Steg seht ihr schön die Dreierteils, die wie Holzbretter bedruckt sind, ne? Oder auch immer ganz toll ist die kleine Dose oder hier auf dem Auto die schwarz-gelben Warnbarken. Auch der Druck auf den Figuren, die Beinbedruckung und so weiter, das ist wirklich schön liebevoll gemacht. Dieser kleine Geisterhund, ne, der gehört zum Geisterjäger-Team. Ja, ist ein knuffiges Viech, fast sowas wie die 6. Figur hier. Man kann auch ohne weiteres sagen, dass die Drucke von den beiden Protagonisten wirklich gut gelungen sind. Ne? Also das sieht schon wirklich fesch aus. Na, fesch vielleicht nicht. Die Sticker der Garnelenhütte habe ich nicht angebracht, weil ich selbst eigentlich einfach kein Freund von Stickern bin. Mag ich nicht so. Damit wäre es noch ein bisschen detaillierter. Da wäre auch diese Front hier mit solchen alten Holzbrettern designt und hier oben. Ja, wie gesagt, ich bin kein Freund von Aufklebern, daher habe ich sie weggelassen. Wenn wir uns den Innenbereich anschauen, sehen wir wirklich, das ist wunderbar detailliert ausgestaltet. Da ist ein Grill drin, eine kleine Spüle, Schrank, Kaffeemaschine, hier hängen 2 Pfannen, der Abzug ist da, der Kamin. Das ist wirklich liebevoll detailliert und einfach gelungen. Es ist also auch ohne weiteres möglich, sich die Garnelenhütte zu kaufen, ein bisschen zu modifizieren und dann einfach wie eine normale Imbissbude irgendwo in seine Stadt zu stellen, an den Bahnhof oder sicherlich auch im Hafenbereich am Meer, nett aus, vielleicht irgendwo in der Nähe des alten Angenladens oder so. Bei den Play-Features ist es im Wesentlichen so, dass die Kamera des Smartphones durch eine Bewegung, hier zum Beispiel, die grüne Farbe des Bricks erfasst und dann taucht halt aus diesem Grill, Backofen, irgendwas, taucht dann halt ein Geist auf. Dasselbe ist auch hier, wenn wir hier drehen, ne, dann geht es von Rot zu Grau zu Blau und Gelb und das verursacht dann eben auch, dass ein weiterer Geist erscheint, den man dann per Smartphone jagen kann. Ich habe das ausprobiert. Es ist relativ kurzweilig, aber so nach 1-2 Minuten fand ich es echt öde und habe es dann einfach auch sein lassen.
Die App braucht übrigens auch ziemlich viel Speicherplatz auf eurem Smartphone. Also bei mir hat die, ich glaube, ich so 3 GB draufgeklatscht. Ne? Das ist schon ordentlich. Aber das ist natürlich auch den großen Files der Augmented Reality geschuldet. Hier oben am Mast, der sich natürlich auch zum Bau eines Segelschiffs eignet, ne, sehen wir diese stilisierte Garnele. Und diese Garnele ist schwenkbar, so dass hier mit dem bösen Geisterauge sie nach vorne schaut und dann eben halt bedrohlich wirkt, so wie die verhexte Garnelenhütte dann eben. An und für sich muss man aber sagen, dass die Garnele auch so als Werbeobjekt für die Garnelenhütte einfach toll konstruiert ist. Das ist sehr, sehr gelungen. Das Fass und der Boden hier ist auch relativ böse und wenn man da einen falschen Schritt tut und die Garnelenhütte Hunger kriegt, na, dann geht die hier hoch und fängt an, dich zu fressen. Ein Traum. So sehen dann der Koch und die Bedienung verwandelt aus als böser Geist, als besessener Mensch, die dann von euch per Smartphone gejagt werden müssen. Die Köpfe haben so ein transparentes Neongrün-Gelb, der untere Teil ihrer Haare auch. Das ist schon sehr liebevoll gestaltet. Finde ich nicht schlecht. Man könnte jetzt natürlich einfach auf Bricklink gehen und schauen, wow, was sind denn da für Teile drin? Was zeigt mir denn die Teileliste? Aber ich werde euch das Set einfach mal auseinanderbauen und die Teile ein bisschen gruppieren, dass ihr sehen könnt, was denn da so alles drin steckt. Ich habe euch grob das Dach entfernt und hier seht ihr schon, da ist schon eine Vielzahl an Teilen dabei, die wirklich ordentlich ist. Ne? Wir haben diese zwei 8x8 Plates, es hat ein paar lange 1er Plates, eine Technik Plate, zwei der 1x16 Bricks in Dark Bluish Gray, drei Fässchen. Ja, das ist schon ganz in Ordnung. Ja, ihr seht schon, jetzt wo ich die Hütte noch ein bisschen weiter auseinandergenommen habe, wir haben hier fast 20 Stück dieser Dark Tan Brick Modified. Wir haben hier hinten noch ein paar schöne Bricks in Reddish Brown. Und natürlich auch hier eine Kiste voller Futter. Genauso wie die Küchenzeile hier hinten, die hat einige bedruckte Teile, viele schöne Fliesen und gerade diese kleinen Gitterfliesen, die sind natürlich alle in Flat Silver. Standardmäßig hier natürlich auch ein paar Fliesen und vor allem natürlich auch diese Ingotbarren hier, die man ja auch für viele Dekorationszwecke wirklich super gebrauchen kann. Alles untermauert noch von ein paar Plates und darunter sind noch ein paar Bricks. Genauso wie hier. Ein paar Wedge-Tiles sind es, glaube ich, ne? Hier an dem Automaten. Ja, passt schon. Und auch wenn wir unter den Küchenboden schauen, sind da wieder diese wunderbaren langen 16er Bricks, zwei Stück, und ein paar Fliesen in wirklich annehmbaren Farben. Das ist wirklich in Ordnung so. Gut, hier kann man sagen, da ist ein bisschen Blau und ein bisschen Gelb drin und hier hinten ein bisschen Grün. Es ist aber von der Menge her lang nicht so viel, wie wir es von anderen Sets kennen. Und auf der Unterseite seht ihr dann auch noch einige schöne Plates, teilweise mit Rundung. Also ich muss sagen, für die 30 Euro, die mich jetzt das Set gekostet hat, ist es von den Teilen her wirklich mehr als in Ordnung. Das ist wirklich brauchbar. Generell habe ich die Vermutung, dass die Hidden Side Sets, was ihre Teile angeht, doch relativ gut konstruiert sind und auch wirklich gut ausgestattet sind. Ne? Da kann sich manches City Set wirklich was davon abschneiden. Und was die Ausstattung angeht, muss man sagen, sind wir da auch schon fast im Creator-Bereich. Ne? Also die Küche ist schön detailliert, es ist etwas gefliest, also da kann man wirklich nichts sagen. Meine Empfehlung, ganz klar, schaut euch die Hidden Side Sets an. Die werden jetzt bei vielen Händlern reduziert und rausgeworfen. Auch zum Beispiel diese große Hidden Side Burg, das läuft alles zum Jahresende aus und die Händler wollen das aus den Regalen haben. Da kann man wirklich überlegen, ob man nicht noch zuschlägt und sich ein, zwei der Sets sichert. Wie gesagt, der Spielwert ist es nicht mal so, aber wie ich jetzt eigentlich an der Garnelenhütte feststellen musste, sind die Sets wirklich gut konstruiert und haben tolle Teile drin. Wenn man sie im Abverkauf kauft, ist das wirklich aus meiner Sicht ein guter Deal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich natürlich, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert.
Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Set habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich versuche es dann schnell zu beantworten. Macht's gut, habt einen schönen Tag.